Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13 mit mir, mit eurem Badeschlappen und immer noch mit den Problem-Spurs, wenn man es mal so ausdrücken kann. Denn ihr habt es mitbekommen, in den letzten Parts gab es einiges, was nicht so richtig funktioniert hat. Ich muss mich, glaube ich, auch nochmal bei euch entschuldigen für meine schlechte Laune dann. Vor allem zum Ende hin des letzten Parts, da war ich einfach ein bisschen, ja, aufgeregt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ihr habt es mitbekommen und guckt euch das mal an. Ich habe gerade mal einfach ein bisschen vor der Aufnahme rumgeguckt im Kalender, in der Mannschaft und so weiter und so fort, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, aber da kommen wir später nochmal drauf. Aber schaut euch mal den Dezember 2014 an. Wir hatten eine Niederlage gegen Arsenal im letzten Part, das wisst ihr. Ein Unentschieden gegen Cardiff, sprich zwei Spiele ohne Sieg. Niederlage gegen Vitesse, drei Spiele ohne Sieg. Unentschieden gegen Man U, vier Spiele ohne Sieg. Unentschieden gegen Blackburn, 5 Spiele ohne Sieg. Und dann noch eine Niederlage gegen Lüttich war es, 6 Spiele ohne Sieg. Sprich 6 Parts ohne den Sieg. Davor gegen City gewonnen. Ne, genau, denn das ist jetzt das nächste. Der gesamte Dezember bisher, was heißt bisher, der Dezember ist jetzt rum. ohne Sieg, sprich 6 Spiele ohne Sieg. Dafür im November City gewonnen, Norwich gewonnen. Das geile 5-5 gegen Newcastle, das war auch Hammer. Sieg gegen Swansea, Sieg gegen Aarhus. Sieg gegen Aston Villa. Sprich, wir haben eigentlich den kompletten November bis auf das Spiel gegen Newcastle gewonnen. Das ist krass, ne? Erst hat es richtig oder ist es richtig gut gelaufen, jetzt läuft es nicht so richtig gut. Und es gab natürlich von euch auch einige Kommentare, die ich natürlich verstehen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich da wie im letzten Part auf FIFA mecker, dann ist das ja nicht unbedingt immer ernst gemeint, ne? Das ist halt so, wenn es nicht läuft, dann schimpft man auf irgendwas, worauf man gerade schimpfen kann. Und das war halt in dem Moment FIFA. Mir ist schon klar, dass ich auch die Fehler bei mir suchen muss und ich werde die jetzt auch bei mir suchen. Beziehungsweise ich möchte einfach mal ein bisschen was verändern. Ihr seht, wir haben jetzt halt West Bromwich, wir haben Reading, dann haben wir Colchester United. Okay, FA Cup fängt endlich mal an, auch nicht schlecht. Dann Poisson, dann Fulham und dann Liverpool. Und, ach stimmt, genau, ab dem 1. Januar öffnet natürlich auch die Transferperiode, da werde ich mich auch nochmal umgucken. Aber das heißt, ich werde jetzt halt gegen die Mannschaften, oder was heißt ich, wir müssen versuchen, gegen die Mannschaften auf jeden Fall allesamt fast zu gewinnen, um in der Tabelle weiterhin in Reichweite zu bleiben. Denn ich kann es euch mal schnell zeigen, es sieht nicht gerade prickelnd aus. Arsenal 44, Chelsea 44, City 44 nach der Hinrunde, also vier Mannschaften, die da nur einen Punkt unterscheidet, denn United hat auch noch 43. Und dann kommen wir mit 36, das heißt, wir sind momentan 8 Punkte hinter dem 1., 2. und 3., 7 hinter dem 2. Natürlich ist noch alles drin, ganz klar, wir haben ja jetzt erstmal die Hälfte der Saison gespielt, ist ganz logisch, aber wir müssen langsam aber sicher mal richtig angreifen, wenn wir nach ganz oben wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt probieren wir einfach mal, es kam so oft jetzt in den Kommentaren vor, dass wir einfach mal eine neue Formation probieren sollen, deswegen werde ich das jetzt auch mal angehen. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich die eine nehmen soll. Die gefällt mir zwar ganz gut, aber ich weiß nicht, ob die so zu Tottenham passt. Nämlich die hier. Mit der spiele ich eigentlich immer mit Manchester United in den Saisons im Online-Modus bei FIFA. 4-1-3-2. Ich bin am Überlegen, ob ich die mal ausprobieren soll. Es ist halt eine Formation, sag ich mal, auf die ich eingespielt bin. Zumindest mit United, wie gesagt, mit den Spielern da. Ob die bei Tottenham so passt, ist halt die große Frage, ne? Ich weiß es nicht so richtig. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal alle durch. Also Dreierkette bin ich nicht so der Fan von, habe dazu auch geschrieben, dass das Ganze dadurch hinten so ein bisschen kompakter wäre. Müsste man, oder müsste ich wenn mal so, so noch ausprobieren. Da möchte ich jetzt aber nicht groß rumexperimentieren, sondern zumindest mal auf was zurückgreifen, was ich dann schon so ein bisschen drin habe. 4-4-2 Raute, gut, ist nicht viel anders als das, was ich euch gerade gezeigt habe, ne? Breite Raute wären vor allem mit zwei Außenspielern, ganz klar. Das habe ich halt so gedacht, ne? 4-1-3-2. Aber 4-4-2 mit breiter Raute wäre schon auch geil. 4-2-3-1. Weiß ich nicht so richtig, ob ich da mit einem Stürmer so gut bin. Oder einfach 4-2-3-1. Wir hatten, jetzt muss ich nochmal raus schnell. Wir haben 4-3-3. Aber das ist ja auch fast schon 4-2-3-1, ne? Wenn man jetzt mal die zwei LA und RA ein bisschen zurückzieht, ist das ja dasselbe System. Wobei uns das vielleicht auch ein bisschen in der Defensive helfen könnte. Aber ich weiß ja nicht, ob ich mit einem Stürmer nur spielen soll, ne? Das ist auch wieder so die Sache. 4-2-3-1. Hier das normale. 4-2-4, das war unser richtig offensives. Dann 4-3-1-2. Okay, 4-3-2-1. 4-3-3 mit einer falschen 9. Ja, 4-3-3, die haben wir schon alle. 4-3-3 normal. 4-4-1-1, 4-4-1-1, 4-4-2. Ich weiß nicht so richtig. 4-5-1. 4-5-1.
könnte theoretisch klappen, ha? Ein Stürmer, zwei Offensive, ein LM, ein RM. Aber das wird dann wieder zu krass offensiv, glaube ich, einfach mal. Fünferkette macht auch keinen Sinn. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal hier mit. Und dann passt das. Zieh aber... Spielerarbeitsrate. Offensiv Mittel, Defensiv Mittel. Das, genau, das kann man hier auch noch alles einstellen. Komm, das mache ich jetzt auch mal. Da mache ich Mittel. Mittel. Ich weiß nur nicht, ob es das so bringt, sage ich mal in Anführungszeichen. Offensiv wenig, Defensiv hoch. Ob es das so dermaßen bringt, wenn ich da nicht unbedingt die Spieler für habe, das weiß ich natürlich nicht. Ob das trotzdem was bringt, keine Ahnung. Das müsstet ihr mir, wenn, sagen. Ich stelle es jetzt einfach mal ein. Offensiv, Mittel, Defensiv hoch. RM, Defensiv, Mittel, Offensiv. Halt, jetzt habe ich es falsch rum. So rum, hoch. Sigurdsson, gut, die müssen wir natürlich noch alle... aber das ist jetzt nur für Sigurdsson, was ich einstelle, oder? Oder ist das dann für die Position? Auch wieder die nächste Frage, ey. Spitzenmäßig. So, machen wir einfach mal so. Bale. Hoch. Mittel. Und ihr da vorne. Defensiv, Mittel, hoch. So, Lennon. Okay, dann passt das schon mal. Speichern, okay. Und dann bearbeite ich die nochmal. Gucke ich mir nochmal schnell an, was da alles geht. Ihr merkt, das ist jetzt vielleicht mal auch so ein bisschen eine Folge. Natürlich werden wir auch noch ein Spiel machen, ganz klar. Okay, da geht's schon mal nicht. Da muss ich das irgendwie anders... angehen. Hä, da hatte ich doch gerade noch mehr Möglichkeiten als das hier nur. Komisch. Nee, was wollte ich sagen? Es gibt natürlich heute ein Spiel, aber es ist auch eine Folge, wo ich ein bisschen mehr auf sowas vielleicht achten möchte. Um einfach nochmal ein bisschen was einzustellen, ganz klar. Druck. Aggressivität, die schrauben wir auch noch ein bisschen hoch. Okay. Tottenham überschreiben, ja. Zurück. So, was haben wir noch? Schnelltaktiken, das ist das, genau. Spielerrollen. Bale, ja, das passt auch soweit. Okay. So, gehen wir rein in den Kader. Luis natürlich im Tor, 94 ist krass, ne? Okay, Walker auf rechts, Dawson, Corker, Asui Koto, Gündogan. Gündogan im Zentraldefensiven. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Bale kann im LM vor allem spielen, dann spielt er auch im LM. Livermore ist übrigens verletzt, mal schnell 4 Monate fällt er aus, der Gute. Was auch nicht gerade toll ist. Lennon, RM. Gündogan, ZDM, Sigurdsson. So, jetzt können wir noch statt Adebayor, können wir noch Bar reinhauen, theoretisch. Dann würden wir mal mit Bar und Adebayor spielen. Isco habt ihr gemeint. Ja, muss man wirklich sagen, ne? Isco ist so ein bisschen Fehleinkauf. Da hat sich noch nicht allzu viel getan. Ich weiß nicht, das gucken wir jetzt mal nach. Das wollte ich vor langer Zeit auch schon mal machen. Er kommt mir so langsam vor irgendwie. Ja, Sprintgeschwindigkeit 76, Antritt 80, gut. Der kommt mir echt ein bisschen langsam vor. Mal zum Vergleich, Bale. Boah, 96, 91, ja, Lennon auch sowas, ne, klar. Da kommt er mir echt ein bisschen langsam vor, muss ich wirklich sagen. Okay, dann nehmen wir noch... Hier, Rose, ihr habt ja auch gesagt, ich soll mal da noch ein bisschen mehr durchwechseln. Frage ist auch, ne, was heißt Frage? Ich glaube, wir versuchen einfach mal auch in der Winterpause jetzt dann ein bisschen aufzuräumen auf dem Transfermarkt. Sprich, einfach mal reinzuschauen, ein paar Spieler noch weiterhin zu verkaufen. Und das können wir gleich jetzt machen, denn jetzt ist der Transfermarkt geöffnet. So, Spieler in der Schule, Alter, 85 bis 94 hat er Potenzial. Wie krass ist das denn bitte? Wichtige Infos. Der Transfermarkt ist jetzt offen. Bitte nicht vergessen, dass der Wert eines Spielers sich an dessen Formstärke, der verbleibenden Vertragslaufzeit, seinem Status im derzeitigen Verein und diversen anderen Faktoren bemisst. Zusammengenommen sind diese entscheidend, für welche Summe ein Spieler wechselwillig ist. Sollte ich es für nötig befinden, werde ich Transferverhandlungen kommentieren. Letztlich liegt es aber am Trainer zu entscheiden. Grüße, der Geschäftsführer. Okay. So, jetzt gehen wir da nämlich nochmal rein. Halt, stimmt schon. Spieler verkaufen. So, Karriereende, Karriereende. Gomez passt. Dawson. 31 Jahre, eine 80. Der wollte ja bleiben. Lassen wir, glaube ich, auch da. Dempsey. Auf Transferliste. Ja. Ich hoffe mal, dass das geht trotzdem gut. Asui Koto bleibt. Adebayor nehme ich runter. Bentley bleibt oben. Bar bleibt oben. Luis bleibt natürlich weg. Huddleston, Vertonghen. Lennon. Dembele, habt ihr gesagt, ne?
Hau ich mal drauf. Den Bele bleibt mal drauf. Dawkins, Norton. Laie setzen. Bale bleibt natürlich da. Sigurdsson bleibt da. Livermore bleibt da. Walker, Gündogan, Iago Falke. Der ist noch ausgeliehen, glaube ich, ne? Genau, an Bremen. Ich bin mal gespannt, wie der zurückkommt. Rose, Corker, Parrott. Was sonst haben wir eigentlich schon alles eingestellt? Luongo, genau, auf Transferliste. Fredericks, Carroll. Boah. 74 mit 22, nicht schlecht. Isco hau ich nochmal drauf, oder? Ah, ist kürzlich erst zum Verein gestoßen. Für 12,5 Millionen. Komm, wir probieren es nochmal die Saison. Wenn es dann nicht klappt, dann ist hier, dann wollen wir irgendwie loswerden. Müssen wir so probieren. Okay, und wir gucken nochmal ganz schnell rein. Spieler kaufen. Wir haben 2,09 Millionen Transferbudget. Sprich, da brauchen wir nicht großartig oder können wir nicht großartig was machen. Erst wenn jemand verkauft wird. So, Spurs zu Dembele, wir brauchen dich nicht. Ja, so brutal ist es jetzt auch nicht. Glückloser Norton erhält Ausleihchance. Okay. Nee, aber wir müssen einfach mal ein bisschen da was tun im Kader, damit das wieder einigermaßen läuft. So, gehen wir rein. Übrigens noch eine kleine Info, weil manche geschrieben haben, ich soll vielleicht wieder auf Profi umstellen. Das werde ich mit Sicherheit nicht machen, weil es auf Profi... Das ist so ein Mittelding. Ich bräuchte da noch so ein Zwischending für Profi und Weltklasse. Beziehungsweise, wenn es läuft, dann ist ja Weltklasse wunderbar, dann passt das. Ihr habt ja gesehen, im November da allesamt gewonnen. Von daher, das liegt einfach so ein bisschen an meiner Form, also an meiner persönlichen Form momentan. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir auf Weltklasse gegen West Brom mit unserer etwas geänderten Aufstellung, mit unserer etwas geänderten Formation ein bisschen mehr Glück haben und hoffentlich einen Sieg einfahren. Es ist wieder das erste Spiel meiner Aufnahmesession und wie ihr wisst, ist das meistens nicht ganz so gut, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es klappt, denn es muss klappen. Wir stehen natürlich ein bisschen unter Druck, der Vorstand sagt, gut, ihr müsst Meister werden, beziehungsweise du musst Meister werden und bisher sieht es, wie gesagt, nicht sonderlich prickelnd aus. Gut gemacht. Aber ich muss das ja auch für euch tun, mal wieder gewinnen. Ganz klar. Sigurdsson. Ah, ja. Sigurdsson. Zack, und da steht es 1-0, dritte Minute. So muss es sein. Sigurdsson mit dem 1-0. Ganz, ganz starkes Ding. Perfekt. Oh, bin ich erleichtert. Gleich mal das Tor gemacht. Wunderbar, das widme ich euch. Damit, weil ihr so lange leiden musstet, jetzt endlich mal wieder ein Törchen. Endlich mal wieder in Führung. Ich glaube, wir waren in den letzten Parts auch nie in Führung, oder? Das war der absolute Hammer, der absolute Super-GAU. Und jetzt müssen wir da echt versuchen, mal auch wieder so ein bisschen mehr Überlegenheit ins Spiel zu bringen, ne? Die Spiele... Luis, gut gemacht. Die Spiele auch mal ein bisschen überlegener einfach zu bestreiten, zu wissen, wenn die Mannschaft kommt zu uns, der Gegner kommt, Tottenham ist eine Macht, so ungefähr. Dass es da schwierig wird gegen uns. Jetzt aufgepasst, Lennon. Shit, jetzt habe ich abgebremst, das war nix. In die Mitte gelegt, Sigurdsson sieht... Ba, 2-0. Alter, wie schnell geht das denn? 8. Minute. Es läuft. Zumindest momentan in diesem Spiel. Ich will ja noch nicht zu viel versprechen, will ich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn das, was wir in den letzten Parts oder was ich in den letzten Parts gezeigt habe, war dann ein bisschen zu wenig, um da gleich wieder richtig positiv drauf zu sein, aber es sieht gut aus. Sagen wir es mal so. Und da kann man auch ruhig mal einen Foul machen an der Mittellinie. Kein Problem. Gündogan bekommt gelb. Weiter nicht schlimm. Ist ja kein Problem. Wie gesagt, erst 9 Minuten gespielt. Und wir führen schon mit 2-0. Müssen wir aufpassen, dass es jetzt nicht gleich wieder anders ausschaut. Das gibt's jetzt. Abseits. Ich dachte, erst der Pfeil Freistoß, weil ich damit Bale ein bisschen... Ja, es war ja kein Foul, ne? Aber ich wollte den Ball spielen und bin da an sein Bein gekommen. Gott sei Dank. Guter Ball auf Adebayor. Der braucht ein bisschen zu lang, weil ich wieder im Sprintmodus beim Annehmen. Hat dadurch ein bisschen Probleme. Shalakai, oder was? Shakali, so rum. Ein Abseits da, gut gemacht. Schlechter Ball dann aber. Jetzt ja, nicht das Tor kassieren. Aber wir kassieren's. Odemwingi, 15. Minute. Anschlusstreffer 1-2. Kann passieren, kein Problem. Wir führen ja noch. Aber versuchen weiter Gas zu geben. Lennon, Gündogan. Lennon. Ah, schlechter Ball, aber den haben wir noch. Lennon. Mit der Flanke. Adebayor kommt nicht hin. Von hinten Sigurdsson. Schönes Ding. Mal aus der Entfernung geschossen. Der Ball will aber leider nicht rein. Hier nach knapp 20 Minuten. Mal gucken, was West Brom jetzt macht. Nach dem Anschlusstreffer. Ob die da ein bisschen stärker werden. Ob die da ein bisschen offensiver gleich auch agieren werden. Oder erstmal so weiterkicken. Wir werden sehen. Gut gemacht. Dawson. Schöner Ball. Oben ist Adebayor. Schön. Adebayor sieht Aaron Lennon. Sieht Adebayor.
sieht Dembaba, sieht Sigurdsson, der zieht ab. Aber wieder ein bisschen zu weit am Kasten vorbei. War ja auch mal wieder die Empfehlung, ne? Ich glaube, das kann ich so ungefähr in jedem Part sagen, dass ich öfter schießen soll, aber es ist irgendwie so schwierig, wenn ich mein eigenes Spiel hier spiele, immer dran zu denken, mal wieder zu schießen. Ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie nicht so richtig zurecht dann, da auch gleichzeitig immer noch mit dran zu denken. Gut gemacht. Ah, shit, jetzt wollte ich gerade abziehen. Nee, aber dann versuche ich das mal. Ein weiteres Mal. Damit ich zumindest irgendwie ein bisschen häufiger mit reinkriege. Aber jetzt haben wir zumindest schon zweimal das Ding probiert mit Sigurdsson. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Aber irgendwann wird auch mal durch so einen Ball ein Tor fallen. Oh, schlecht. Der sollte eigentlich auf Sigurdsson kommen. War irgendwie genau in die Mitte. West Brom kommt nicht raus, weil wir hinten gut zumachen. Jetzt haben sie ihn aber mal. Aufgepasst. Gündogan muss drauf. Gündogan kriegt ihn leider nicht. Jetzt komm, 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 komm. Können sich da irgendwie durchmogeln. West Brom rübergelegt. Nach unten gelegt. Und es gibt zum Glück keinen Elfmeter. Uiuiui. Luis. Schöner Weiterball. Auf Lennon. Sieht Adebayor. Der sieht Ball laufen. Habe ich aber wieder zu lange gebraucht für meinen Pass. Und sie können wieder klären. Schlecht gemacht aber von Lennon, der dann den Ball genau in die Füße köpft. Und Thomas bei West Brom. Gut gemacht. Gibt normalerweise den Abstoß. Und somit die nächste Möglichkeit, das Spiel zu beruhigen, das Spiel langsam aufzubauen. Um hier irgendwie noch vielleicht vor der Halbzeit sogar zum 3:1 zu gelangen. Das wäre echt wichtig. Walker. Hat die noch. Spielt auf Lennon. In der Mitte ist Adebayor. Der auf Sigurdsson. Der auf Adebayor. Der schön auf Lennon. Aber da ist ein bisschen zu spät gestartet. Schade. Gibt aber den Einwurf. Und somit die nächste Chance. 6 Tore schon von Odemwingi. Aber der muss heute nicht unbedingt noch einschießen. Sigurdsson, jetzt vielleicht. Sigurdsson schießt ihn wieder so vorbei. Hat jetzt schon die dritte Möglichkeit hier gehabt. Aber bisher will kein Ball reingehen. Schade, schade. Abstoß Foster im Tor bei West Brom. Weiter Ball. 37. Minute schon. Sprich, lange ist nicht mehr zu spielen. In den ersten 45 Minuten. Brandt. Jones. Wieder auf Brandt. Kommt man nicht hin. Jones. Und der Ball ist im Aus. Schön zugestellt da unten. Kommt keiner hin. Also um vielleicht mal so ein kleines Fazit zu ziehen. Das neue System an sich ist bisher ganz ordentlich. Man kann es, glaube ich, noch nicht so richtig bewerten, so voll. Aber bisher gefällt es mir schon ganz gut. Wir müssen nur mal wieder versuchen. Was gibt's jetzt? Freistoß? Okay. Wieder ein bisschen zu unserem Spiel zurückzufinden, was wir in den ersten Minuten hatten. Sprich, ein paar mehr Chancen rausspielen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig. Da muss wieder ein bisschen mehr kommen. Gut gemacht. Schöner Ball auf Lennon. Jetzt geht's wieder schnell. Lennon in der Mitte. Flanke kommt nicht an, aber den kriegen wir nochmal. Lennon spielt in die Mitte. Gut gemacht. Nochmal nach außen auf Walker. Der zieht in die Mitte. Sieht Dembaba. Der zieht ab und hinten kommt keiner hin. Schade. Gute Aktion aber da. Von uns. Nochmal Bar kriegt ihn nicht. Weiter Ball. Odemwingi kommt nicht hin. Wir haben ihn. Corker. Vielleicht die letzten paar Schlussminuten, die letzten Minütchen nochmal drücken. Guter Ball. Oh, wäre das schön gewesen. Und aufgepasst. West Brom bekommt anscheinend nochmal die Möglichkeit. Luis ist normalerweise da. Sehr schön. Gut gemacht von ihm. Gut gemacht vom Franzosen. Walker. Auf Lennon. Und das war's erstmal. Also, 45 Minuten sind rum. Wir führen mit 2:1 in einem, ja, schönen Spiel. Nennen wir es mal so. 6 Schüsse, 3 aufs Tor. 54% Ballbesitz, also wir sind auch wirklich die bessere Mannschaft. West Brom da mit einem Schuss aufs Tor und dann machen sie auch gleich das Ding. War wieder ein bisschen schlecht verteidigt von mir. Aber, oh, der war schlechter Ball. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Heute auf jeden Fall mal gewinnen. Es ist klar, dass wir heute noch nicht gleich wieder die Weltklasse zeigen werden, höchstwahrscheinlich. Wie wir es ja vielleicht in dem ein oder anderen Spiel zeigen konnten, wie wir es ja im November machen konnten. Aber zumindest heute mal gewinnen und dann langsam aber sicher wieder zur richtig starken alten Form zurückkehren. Das ist das große Ziel. Bale, gut gemacht. Sigurdsson. West Brom steht aber auch tief. Man kann hier kaum lange Bälle spielen. Adebayor wird geblockt. Kriegt ihn hier auch nicht mehr. Thomas ist da. Adebayor. Stark gemacht. Arbeitet da gut mit zurück. Emmanuel Adebayor. Lennon. Kann sich leider nicht durchsetzen. Lennon hat ihn nochmal. Lennon kriegt ihn leider nicht. Und der Keeper mit dem weiten Ball in die Mitte. Und da ist Bale zur Stelle. Gut gemacht. Schöner Ball auf Gareth Bale. Zieht in die Mitte. Ah, da, wenn ich mich noch drehen kann. Dann steht es 3:1.
Aufgepasst, Jakali. West Brom kommt wieder. West Brom, die natürlich heute zu Hause auch wissen, dass wir nicht gut drauf sind, ganz klar. Und damit auch vielleicht die nächsten Pünktchen einfahren wollen. Jetzt hat guter Ball auf Dembaba, der muss rein, Dembaba mit der Chance. Und er ist drin, 3-1, 57. Minute. Eine kleine Vorentscheidung ist, glaube ich, gefallen. Schön gemacht von Dembaba, der Fehler da im Aufbauspiel von West Brom. Wir gleich mit der schnellen Balleroberung und stürmen da gleich mit 4 Mann, wie ihr seht, nach vorne. Ganz, ganz stark. Und Bar schließt ab und Bar macht das Tor. 3-1 für Tottenham. Es sieht richtig gut aus. So, jetzt gleich noch das vierte nachlegen. Dann ist West Brom ganz erledigt, vollkommen weg. Und dann können wir nochmal vielleicht den schönen, guten Fußball zeigen. Jakob. Gut gemacht. Holen da den Abschluss raus. Schön gemacht. Also, auch ein bisschen einfach selber motivieren immer wieder. Dann bringt's das vielleicht auch nochmal. Bale. Oh, schlechter Ball. Sollte eigentlich mehr in die Mitte kommen. Gut gemacht, aber wir haben ihn noch. Schön, Lennon. Nochmal zurückgelegt auf Adebayor. Sieht Bar. Sieht oben Gareth Bale. Bale zieht in die Mitte, zieht ab, kommt leider nicht an der Ball. Asui Kotto tut nochmal mit. Oh, dachte, er kommt nicht an den Ball. Wollte in den Zweikampf, war die Schusstaste und damit dann letztendlich der Schuss, weil wir doch am Ball waren. 63 Minuten, wir gehen mal rein, wir wechseln mal, das darf ich auch nicht vergessen. Ich nehme mal einen Gündogan raus, der gelb gefährdet ist. Bring einen Huddlestone, bring auch einen Doylefoy für Bar da vorne nochmal rein. Und dann passt das erstmal. Doppelwechsel nach knapp 60 Minuten. Gündogan, wie gesagt, der gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen unauffällig, aber gut, das passt, glaube ich, für einen Sechser. Ordnet er in das Spiel ganz gut. Hat es natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, dadurch, dass er nur alleine ist als Sechser. Nicht wie zuvor mit Zweien. Aber das kriegt er auch so hin. Dafür hat er zwei Außenspieler mehr, die mit nach hinten tun. Das passt dann schon. So, jetzt muss er schnell gehen. Sigurdsson, ah shit, wollte ich wieder schießen, aber da war der Spieler schon ein bisschen zu nahe dran. Doranz, gut gemacht. Also wir arbeiten heute echt richtig stark nach hinten. Allerdings die Bälle kommen noch nicht so richtig an, wie man sieht da. Gerade von Huddlestone, glaube ich. Schade, Thomas. In die Mitte gelegt, jetzt müssen wir drauf. Hallo, ich will den Spieler, kriege ich nicht. Und dann kommt der weite Ball, aber den haben wir auch wieder. Schön gemacht. Doylefoy. Schön, Lennon läuft. Oh, Traumball auf Aaron Lennon. Der hat Platz, der hat ganz viel Platz. Lennon muss es machen. Lennon macht's. 4-1 Tottenham, 70. Minute. Wir sind wieder in der Spur. Ganz, ganz stark rausgespielt. Starker Konter. Lennon hat dann kein Problem mehr. Wir schauen es uns nochmal ganz gemütlich und gediegen an. Und dann steht's 4-1 bei West Brom. Ich weiß gar nicht, wer ist denn das Stadion? Keine Ahnung. Auf jeden Fall holen wir die drei Punkte, die uns jetzt auf jeden Fall sicher sind. Jetzt dürfte nicht mehr großartig was passieren. Und dann können wir uns ganz gediegen konzentrieren aufs nächste Spiel. Ist das schon Colchester United dann? Ich weiß es gar nicht. Trotzdem wollen wir hier natürlich noch weiter Fußball spielen, weiter Tore machen. Jetzt sind wir gut drauf, Sigurdsson. Oh, schlechter Ball auf Lennon, der da aber auch nicht so richtig mitgelaufen ist, ne? Schade, aber wir haben ihn gleich wieder. Corker, schön auf Huddlestone. Schön gemacht. Sigurdsson bekommt ihn. Nochmal runtergelegt auf Lennon, der zieht ein bisschen in die Mitte. Nochmal hinten rum. Corker. Asui Kotto. Gut gemacht. Adebayor. Mit der Flanke. Lennon ist da. Lennon ist sogar mit dem Kopf da. Wahnsinn. Und Foster hat das Ding. 15 Minuten noch zu spielen. Also entweder kommt im nächsten Part Colchester United oder nochmal Premier League. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube aber nochmal Premier League. Schöner Ball. Gut gemacht. Wieder Lennon. Kriegt ihn nicht rein von hinten. Doylefoy. Kriegt ihn auch nicht unter. Huddlestone ist nochmal da. Eine gute Flanke jetzt. Zu lang, aber Adebayor! 5-1, 80. Minute. So, und jetzt bekommt er all das nochmal geliefert, was er in den letzten 4 Parts nicht bekommen habt. Oder was ich euch nicht bieten konnte. 5 Tore, diesmal Adebayor in der 80. mit dem nächsten Treffer. Ganz, ganz stark gemacht. Und guckt euch das an, wie der hochsteigt. Keine Chance für den Verteidiger. Und Adebayor mit dem nächsten Treffer. Sprich, jetzt hat Bar getroffen. Oh, schlechter Ball, fast kriege ich den. Jetzt hat Bar getroffen. Jetzt hat Adebayor getroffen. Jetzt sind eigentlich alle glücklich. Huddlestone gut gemacht. Nächster schöner Ball auf Sigurdsson. Schade, verliert ihn da wieder. Und West Brom kann klären. Also jetzt sieht's echt richtig stark aus. Jetzt bin ich auch zufrieden. Ridgewell. Wir können auch nochmal ganz kurz reinnehmen. Komm, wir wechseln nochmal. Nehmen wir uns schnell die Zeit. Bringen einen Isco nochmal kurz für Sigurdsson. So, und dann passt das. Nochmal ein paar Kräfte schonen. Und West Brom wird natürlich jetzt halt auch ein bisschen aufstecken, oder? Oder kommen die nochmal?
Zumindest, auch nicht schlecht, um den Anschlusstreffer vielleicht noch zu erzielen. Jetzt der Wechsel auf jeden Fall anscheinend auch bei West Bromwich Albion. Wir gucken mal rein, wer da kommt, beziehungsweise wer da geht. Haben uns gar nicht die Spielerfolge noch angeschaut, aber glaube ich, war auch gar nicht wichtig, war vielleicht gar nicht so schlecht, sondern wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel. Versuchen das durchzuspielen, durchzuziehen. Und das hat ja richtig gut funktioniert. Jetzt nochmal Bale. Dolé voll. Ah, schade. Kommt da nicht ganz vorbei. Holt ihn sich aber gleich wieder. Ganz, ganz stark gemacht. Der spielt eigentlich im Sturm. Arbeitet da bis ganz nach hinten zurück. Asu Ekoto. Shit. Oder haben wir noch? Haben wir nicht. Und er ist im Aus. 3 Minütchen, glaube ich, haben wir noch. 3 Minütchen noch zu spielen. Nächster Wechsel interessiert uns erstmal nicht. Und vielleicht gibt es noch das nächste Tor. Isco. Legt nach oben auf Asu Ekoto. Oh, der hat ihn sich aber jetzt nicht gut vorgelegt. Nochmal West Brom. Mit dem weiten Ball. Aber alles kein Problem. Alles zu harmlos. Ich glaube, wir haben auch defensiv bis auf den Gegentreffer eine ziemlich gute Partie geliefert. Jetzt ist es auch vorbei. Ein Gegentor bekommen. 5 geschossen. Auswärts bei West Brom. Bar zweimal getroffen. Adebayor getroffen. Lennon war aktiv. Sigurdsson ebenfalls mit dem Tor. Sprich, eigentlich so ziemlich alle Offensivleute. Was heißt alle? Ne? Aber Lennon, Sigurdsson, Bale fehlt noch. Sonst haben alle getroffen. Vor allem freut es mich, dass wir mit dem Doppelsturm heute gleich mal getroffen haben. Sprich, mit Adebayor und Bar. Dass wir die beiden gleich mal richtig heiß gemacht haben. Für die nächsten Begegnungen, wir gucken mal rein. Adebayor mit einer atemberaubenden 9,9. 10 ist das Höchste, glaube ich. 9,9. Lennon 9,0. Sigurdsson 9,4. Bar 8,8. 7,1 Dolefoy. 7,6 Bale. Ey, das ist der Wahnsinn. Gut, defensiv haben wir nicht allzu viel zu tun bekommen. Das passt schon von den Noten her. Auch alles so eine 7 rum. Wunderbar, ich würde sagen, wir sind wieder so ein bisschen in der Spur, wobei ich das noch nicht so richtig sagen möchte, aber wir haben zumindest mal das Spiel jetzt gewonnen, wir schauen aufs nächste, ich weiß gar nicht, gegen wen es geht, aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge und ich verspreche euch, auch im nächsten Part wird alles gegeben und dann holen wir hoffentlich die nächsten 3 Punkte, beziehungsweise wenn es der FA Cup ist, kommen wir eine Runde weiter. In dem Sinn, bis dahin, euer Badeschlappen, Servus!